A hacker spaceship stranded in our solar system many years ago. To make contact with different cultures and life forms, they sent a little rocket to Earth. Magic spreads like fairy dust wherever it is. To promote knowledge and freedom of information, it travels to every gathering organized by Europe's largest hacker association, the Chaos Computer Club. At these meetings, a multitude of communities, nerds, hackers, makers, activists, and other galactical life forms get together to exchange perspectives on technology, society, and utopian ideas. Would you like to fly with this diverse and contradictory swarm? Hi, Film Gizmo. You have registered successfully. To get along at the Chaos events, you have to accept some basic rules. Be excellent to each other. Before taking photos or filming, ask everybody in the picture if they agree. Okay. Now, start a new game and enter the digital realm. New game? Let's go. Explore your skill set. As the filmmaker, you are the master over time and space. To understand the future, travel back to the past and find your own beginning. Check into your time machine. You will discover places you have never been to before. Kannst du mal gucken, was da drin ist? Ein Zombie. Hello? Hello. This is the Chaos Operator speaking. Discover new possibilities and change your perspective to meet your first challenge. Start by hacking your mind. The future is up to you. Thank you.
Wir kommen halt her und ziehen halt irgendwie so hunderte Meter Ethernet-Kabel durch und dann gibt's nochmal ein paar Kabel so und noch ein paar Kabel so. Und es ist halt wie so ein Spinnennetz aus moderner Technik, das sich quasi über diesen alten Kram drüber legt und den so einwebt und einnimmt. Und das hat schon irgendwie, das ist schon ein bisschen so kribbelig. Ne? Und denkst, okay, das hätten die Leute, die das hier damals haben stehen und liegen lassen, nie gedacht. Dass hier irgendwie nochmal jemand kommt und das Ding so, gut, wir nehmen es jetzt nicht wirklich wieder in Betrieb, aber so nutzt. Und schreibt es danach ein Hack? Ja, hat etwas so, sich zu überlegen, okay, was habe ich und wie kann ich es benutzen, um mein Problem zu lösen? Nicht unbedingt eben zu sagen, okay, ich habe ein Problem, was brauche ich für ein Werkzeug dazu, sondern du hast halt nur, was du hast und mach was mit. Wer auch immer ihr seid, ihr habt jetzt ein Netz. Das Internet ist ja erstmal eine Technologie. Es ist ein internationales oder weltweit umspannendes Datennetz, wo einfach nur Pakete, Datenpakete hin und her geschickt werden. Das ist an sich erstmal noch gar nichts. Das ist im Prinzip, wie wenn ich jetzt irgendwo ein Kabel hinlege, wo ich von Punkt A zu Punkt B irgendwelche Daten schicken kann, dann hat das erstmal überhaupt keine gesellschaftlichen Auswirkungen. Erst wenn wir anfangen, diese Sachen zu nutzen, also als Menschen dort unterwegs sind, dann geben wir dem Ganzen eine Bedeutung. Ich denke, dass das auch so eine der Aufgaben ist für die Zukunft, dass wir immer wieder anfangen, das Internet neu zu erfinden und darüber zu sprechen, wie das eben ein freier Raum bleiben kann, in dem sich die Gesellschaft entfalten kann. Und vielleicht dann auch einen Raum, wo wir gesellschaftlich für uns alle einen Nutzen finden können. There will be an introduction meeting for new angels after the angel meeting. We'll tell you how to survive in all this ecosystem. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist ein bisschen wenig. Da brauchen wir noch mehr Leute. Yeah, we have a situation with parking lots, gates, big tents. So we have the requirement of around 60 angels 24/7. In addition to all the audio and video and all the other shifts. So it's very important that you try to fill these shifts because we really, really need your help there. This night we already ran out of angels and that should not happen. I'm Basti from CERT, hello. CERT, we do like first aid and a little bit of fire service here at the camp. You can call us 24/7, we are there. If you contact local fire department, they don't know where Geraffel Village is. Okay, so we need volunteers. Strong volunteers and a lot of volunteers. You're on your command. 1, 2, 3. Awesome.
durch die ganze Zelte läuft, was einem so bewusst wird, wie wenig man eigentlich alleine bewegen kann. Egal, wo man hinschaut, hier auch vieles, was hier auf diesem ganzen Gelände entsteht, funktioniert nur, weil viele Menschen zusammenkommen und als in Anführungsstrichen kollektiv zusammenarbeiten. Diese Möglichkeit der Kommunikation mit sehr vielen Menschen, die alle irgendwie an einem Strang oder auch an verschiedenen Strängen quer gegeneinander ziehen, bis sich irgendwie etwas Neues herausbildet und neue Dinge entstehen und neue Dinge entwickelt werden. Das ist das Schöne am Internet, das ist das Schöne an dem, was hier passiert. Everything matters, but your concepts do not apply to us. This is the swan. We are thought, we float. Your mind tries to make us wrong. We are none and nowhere. Everybody, everywhere. Very well, Film Gizmo. You learned the basic principle of hacking. Congratulations, you have found heaven on Earth. Please climb into your time machine. The next task is waiting for you. We're going to show you guys how to send a capsule over Zeitstrasse. Choose your destination. Let's just put it to MetaLab. And then there's two things. So we need the pushing one. We put it in, and then we put them both on, and the capsule goes. Look at how society could be organized in a different way. Become an angel yourself. And don't forget to take a bath in the ball pit. Okay. Ungefähr 96 waren wir vielleicht so bei 400, 500 Teilnehmern. Aber dann kam halt das World Wide Web, dann entdeckte die Öffentlichkeit den Cyberspace, Hacken war auf einmal cool, jedes Kind wünschte sich einen Computer unterm Weihnachtsbaum und so kam es dann halt auch. Und 97, als wir das letzte Mal noch in diesem beengten Eidelstädter Bürgerhaus waren, standen auf einmal alle Gänge voll mit irgendwelchen Desktop-Computern und großen Monitoren, die Kids da alle reingeschleppt haben. Und jedem wurde sofort klar, hier passiert gerade irgendetwas. Da brauchen wir eine Antwort drauf. Hier geht es einfach so nicht weiter. Wir müssen uns vergrößern. Da ist ein Druck in der Szene, der einfach sich kanalisieren will. Und es zeigte sich einfach, dass der Kongress da ein wunderbares Vehikel war. Weil er einfach Freiraum bot für wahnsinnige Ideen und einfach sich angeboten hat, als Plattform sich zu vernetzen, als Plattform verrückte Ideen zu verfolgen und einfach auch auf politischer, gesellschaftlicher und technischer Art und Weise zusammenzuarbeiten. Bis heute ist auch der Kongress und natürlich auch die Camps so ein Sammelbecken all dieser kulturellen Strömungen geworden. Es geht da halt nicht nur um Technik. Automated.
Damals war das Medium die Message. Wenn man ein Nischeninteresse hat, was mit Computern zu tun hatte, hatte man Glück gehabt, dass man viele Gleichgesinnte eben dann auch im Internet gefunden hat. Und es gibt aber viele andere Nerds, die nichts mit Technik zu tun haben, die mit ihrem Nischeninteresse früher ganz allein gewesen sind und jetzt auf einen Mausklick in Foren ziemlich leicht Gleichgesinnte treffen und dort ihre Erfahrungen austauschen können. Und der Kongress als Realweltabbild dieses Konzepts aus dem Internet ist natürlich auch für Menschen mit Interessen, die jetzt nicht nur Computersicherheit sind, eine wahre Goldgrube, erstmal mit anderen Menschen, die nicht dieselben Interessen, aber dasselbe Mindset haben, dieselbe Herangehensweise ans Forschen, ist natürlich, die fühlen sich hier auch pudelwohl und die wollen wir auch haben, weil nur durch diesen kulturellen Austausch, durch diese Befruchtung haben wir auch die Möglichkeit, uns selber weiterzuentwickeln und gesellschaftliche Relevanz überhaupt herzustellen. We wanted to be free in ourselves, in our pseudo-anonymity, and to fight for dragons. What's right and dragons. Yeah. And dragons. And unicorns. And unicorns. Pandas. Pandas. And the universe. This dragon develops free software. Galaxies. Hacker provides service. Hacker seeks space. Hacker seeks hacker. Hacker seeks web designer. Hacker seeks hardware. Human dating. Hacker seeks software. Hacker seeks hacker. Hacker seeks hackers in their region. Hacker seeks t-shirt. Hacker seeks cryptocurrency. Assembly seeks resources. Free stickers. Engineer seeks hacker. Refugee seeks work. Hacker sucht Information. Password hash seeks computing power. Train ticket seeks user. Human refugee seeks work. Boy seeks colonel. Boy seeks Pena. Boy seeks girl. Boy seeks MF couple. Girl seeks boy. Girl seeks girl. Boy seeks boy. In 1981, a group of five German computer experts and political activists call for a meeting of computer freaks at the offices of the leftist Taz newspaper in Berlin. The 20 people that attend formulate a first position paper, already touching subjects that now seem naturally relevant. Communication with computers. Data protection. Data retention. Surveillance, and digital copyright. In retrospect, this meeting is considered as the unofficial birth of the Chaos Computer Club. In 1983, the club makes its first public statement, already defining itself as a galactic community of life forms independent of age, sex, race, descent, and social standing, which strives across borders for freedom of information and deals with the impact of technologies on society and individuals. The world has changed a lot since then. The creative critical use of computers is not only an issue for few specialists anymore. With the increasing interdependence of technology and society, the perspective on what hackers can and should do becomes gradually differentiated. Completely neutral conversations about computer technology are no longer possible without reference to the reality of the lives of most people. Satzung, die sagt, wir wollen auch Wissen in die Welt tragen. Ja, irgendwie technische Experten müssen ihr Wissen weitergeben. Das tun wir auch. Aber hier mitzuwirken ist schon immer noch was anderes. Und wir empfehlen auch allen, die neu kommen, engelt. Geht hin und werdet, also nicht nur, weil ihr da Kontakte habt, sondern weil ihr auch lernt, wie dieser Spirit hier so läuft.
Beim Kongress reden wir von 12.000 Besuchern. Und ich habe vorhin mal ausgerechnet, wie viele Vollzeitkräfte man eigentlich anheuern müsste, um die Engelarbeit hier zu erledigen. Und ich bin irgendwo grob bei 500 rausgekommen. Das sind halt so viele, weil wir hier einen 24-7-Betrieb bereitstellen müssen. Das heißt, wenn man die einkauft, wären die Ticketpreise halt nicht möglich. Also das ist eine Geschichte, dass wir dadurch das so günstig machen können, das Event, dass wir eben nicht irgendwelche Helfer von weit woher einkaufen müssen. Es wäre auch die Frage, wo kriegt man denn mal eben 500 Helfer über die Feiertage jetzt, ne? Also die müssten ja quasi, Heiligabend wird hier ja schon aufgebaut. Also ich habe keine Ahnung, wo man solche Leute auftreiben könnte und was das kosten würde. Und zum anderen machen die Leute, die das jetzt hier freiwillig aufbauen, das natürlich mit Spaß, ne? Also es ist halt ein riesen Motivations- und Mentalitäts- und Stimmungsunterschied, als wenn das irgendein eingekaufter Mensch für Geld machen würde, ne? Und das macht das Ganze hier halt echt super. Kannst du mir zeigen, wie man Engel wird? Ja, man kann hier ja filtern nach Bäumen und Engeltypen und Aufgabentypen und ob ich nur belegte oder noch freie angezeigt bekommen möchte. Und man wählt den Zeitraum aus und zum Schluss klickt man halt auf Filter. Und dann kriegt man eine große Liste von Dingen, die noch getan werden müssen oder schon getan werden. Wenn ich jetzt schon zum Videotraining gegangen wäre, könnte ich mich jetzt hier sicherlich auch als Videomixer eintragen, aber ich fürchte, da muss ich erstmal eine Einführung bekommen. We are both European citizens or Europeans. Well, we are trying to actively participate in Europe's policymaking processes. So we here at the 32C3, we care really a lot about the resilience of our technical infrastructures, but pretty much in the same way, we also don't want our political infrastructures that we depend on to be broken. But a little bit zoom in. Ich denke, dass man schon sagen kann, dass eine Internetregulierung auf nationaler Ebene an sehr enge Grenzen stößt. Aber diesen Stück über diese störende Datenschützer, da wird sie so richtig, das stört auch diese Wirtschaft. War sehr interessant. It's about to get much more dramatic because technology today is much more powerful than it's ever been. Our freedoms are cut back more and more. Möchte im Bereich Datenschutz aktiv mitgestalten. I mean, it is becoming kind of obvious that the climate is not right anymore. And if you look at what has happened to democracy in the Western societies, it is on the way out. The security state is making large progress. Future generations will look back at us as the guilty party. Yeah, we are the people in their eyes, in the eyes of our children. We and our parents were the people who basically fucked up the planet. So there is no real way to escape this reality anymore. And when we talk about a dystopian environment, also techno-optimism is a problem in our circles. Many people think, well, we screwed up this planet maybe, but we have spacecraft, we can go to other planets, there's other worlds. That doesn't work. There are no habitable planets in our reach, and there won't be for generations to come. So no matter how bad things may get on Earth, they're still not going to be anywhere near as inhospitable on a bad day as they will be on Mars on the best possible day. See, that's a positive message. Huh? Yeah, I mean, the core of the hacker culture is breaking stuff, fixing things. And this planet, if you can say so, is our spaceship, and it really needs fixing. And so this is something where we see that the hacker community or hacking community can do much more. Also, ich glaube, so diese... Ja, hier läuft halt nicht richtig, wir müssen die Welt verändern, ist, glaube ich, hier viel nicht fremd. Wir haben ja hier auch eine Menge Leute, die auch gerne Utopien entwerfen. Ja? Oder auch diese ganze Künstler-Community, die wir hier integrieren können, die auch oft so auch mal gerne eine Vision haben oder so über Zukunft, die alternativ ist oder anders. Ja? Klar, es sind viele Ideale, die wir hier so vertreten, passen nicht so gut zusammen mit der Wirtschaftsordnung. Wir haben ja auch richtig Konflikte einfach in den Netzen, weil die eben nach kommerziellen Prinzipien funktionieren, aber eben auch nicht immer.
Technisch, wenn man das mal so sieht, ist die Netzstruktur auch sehr geprägt von Initiativen, die nicht profitorientiert sind. Gefühlt stellt die Projektleitung hier eine große Plattform bereit und die Leute kommen und bringen ihre Projekte und Ideen mit. Also ob das ist, dass sie hier freiwillig helfen, um das Ding aufzubauen und zu betreiben, ob sie ihre persönlichen Programmierroboter, Lötprojekte mitbringen, die blinken, ob sie Vorträge zu den interessanten Themen, auch zu den gesellschaftlichen mitbringen. Es bringt einfach jeder etwas mit, um diesen Kongress zu gestalten. Und das ist dieses Selbstengagement, aus dem dieses Event entsteht. Also es gibt einen sehr geringen Anteil von Leuten, die einfach nur kommen und alles angucken und in sich aufnehmen sozusagen. Natürlich gibt es die auch, aber das Ganze lebt halt durch diese Plattform-Idee. Und auf diese Plattform kommen einfach 12.000 Leute und sorgen dafür, dass aus der Idee was gemacht wird. Wenn irgendwann mehr Leute kommen, einfach noch eine mit nochmal so vielen Steckdosen auf dem Dach. Also wir haben eine Anmeldung im Wiki und dann nehmen wir uns die Liste, gucken wir uns an, überlegen, wer wo spezielle Anforderungen hat. Manche Leute brauchen helles Licht, manche Leute wollen irgendwo eine ruhige Ecke und ja, platzieren die alle so grob in die Richtung und es ist halt keine strenge Hierarchie überall und es macht auch irgendwie den Charme aus. Hi everybody. So we have kind of a lot of Chaos mentees this year. So we had about 150 requests, which represent 220 people. Why are we here? So wir haben auch sehr spannend, auch zum Thema Datenschutz, aber diesmal in Kombination mit unserem Lieblingsthema hier Geheimdienste. Da sind wir beim nächsten Stichwort. Also wir haben ja in Deutschland immer noch kein Whistleblower-Schutzgesetz. Wir haben morgen den sogenannten Junghacker-Tag. Jetzt muss man mal ganz langsam sacken lassen, dass wir von 4.500 Leuten, wo wir angefangen haben, bis 12.000 Leute skalieren mussten, ohne ernstzunehmenden Incident über die letzten Jahre sagt auch ziemlich viel über die großartige Community aus. Was unsere Events ausmacht, ist, glaube ich, diese einzigartige Community, die sie besucht. Menschen, die Lust haben zu gestalten, die Lust haben, Aufgaben kreativ zu lösen. Das können große Probleme sein, das können kleine sein, das können auch keine Probleme sein und einfach nur lustige Sachen. Und dieser Wille zur Gestaltung und der Wille zum Teilen, nicht nur der Arbeit, sondern auch der Ergebnisse, das ist das, was, glaube ich, hier das definierende Moment hat. Und dieses Bewusstsein, was nur in diesem Computerbereich irgendwie entstehen kann, dass etwas dadurch, dass es geteilt wird, nicht weniger wird, sondern mehr. Great. You decrypted the social code. You found out that sharing something can make more out of it. You discovered the difference engine. Now take a shortcut and hop on the train. Die Idee ist, in 2 Jahren ein Datennetz zu haben, wo man weltweit Daten austauschen kann, wo man frei kommunizieren kann und wo man auch durch dieses Internet eine gewisse Anonymisierung hat. Andererseits sehen wir jetzt, dass es Unternehmen gibt, die gezielt Daten sammeln und diese eben auswerten. Und das ist ja auch was, wogegen wir arbeiten. Also es ist ja nicht so, dass wir das Internet toll finden und hinnehmen, so wie es ist, sondern unser Gedanke ist, dass wir hier vielleicht auch darüber sprechen wollen, wie muss das Internet der Zukunft aussehen und wie muss das Internet sein, damit es für unsere Gesellschaft irgendwie Mehrwert bildet.
You are now ready to dive into the dynamics of the networks. Try to see the bigger picture. Das Internet ist ja keine Technologie, die als Technologie selbst irgendeinen Zweck erfüllt, sondern das erfüllt dann einen Zweck, wenn durch das Internet Menschen näher zusammenkommen. Und wir leben heute in einer Zeit, in der von dem ärmsten Slum in der Welt, wenn es da ein Internetcafé gibt, bis zum reichsten Börsenmakler irgendwie 450 oder 500 Millisekunden Separierung bestehen. Wir sind alle so nah zusammen, ja, wie noch nie zuvor. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir miteinander Probleme lösen können, dass wir in Dialog miteinander treten können. Und das ist die wahre Kraft dieser Technologie. Die Welt, wie sie organisiert ist, wie sie strukturiert ist, das muss alles neu erfunden werden. Wenn wir kleinere Ziele stecken als das, dann wird das nichts. Dann wird irgendwas hier an die Wand fahren und wir waren hinterher nur zu doof, um das zu verändern. Das war kein Naturgesetz, was uns daran gehindert hat, sondern das war reiner Unwille oder falsche Prioritäten. Ja, wenn wir zu beschäftigt sind mit uns selbst, um irgendwie zu sehen, dass um uns herum Dinge passieren, die uns brauchen. So we have lots of rainbow flags in Massachusetts. I don't, you know, it's a question, because down here you have the non-country flag. This is facing the correct way, yes? Nothing here is facing the correct way. Welcome to camp. Okay. Yay. Massachusetts. Yes. Jaga and I, we just accidentally created a new motto for camp, which is camp is where we break things and keep promises instead of keeping things and breaking promises. That's really delightful. Yeah. Somebody tied up the NATO flag earlier. Web, it's fragile, it's unreliable, it doesn't work terribly well. It's encouraging that it's there, but we can do so much better, and people are thinking about how you can bring up new, different ways to lock the web open. Can we make it so that openness is irrevocable? Can we make it so that the freedom of the press is in the code itself, so it can't be taken away from us by a company or a government that just decides to turn it off, that it continues to work? These ideas are bouncing around here and developing. There's no better place than be walking the alleys here, these paths at midnight or 2 a.m., and it's just got an energy level of optimism. Technology can be changed and shaped to serve our society better. These aren't just IT staffs that are just doing clocking in, day out. These are the people that have a social purpose of making the world better through their technology. Seufzend schloss sie die Tür hinter sich und drehte sich um. Sie starrte auf dem Flur, der zu ihrem Arbeitsplatz führte. Nach zwei Atemzügen schlich sie zurück in Richtung ihres Schreibtisches. Dort saß sie regulär bis 18 Uhr und generierte Facebook-Anzeigen für Produkte, die niemand haben wollte. Meistens dauert es länger. Es gab viel zu tun. Vor, hinter, rechts und links von ihr fixierten ihre Kollegen ihre Bildschirme, wie sie ständig begleitet durch das Klicken der Tastatur. Das Internet ist nur ein Medium. Genauso wie wir reden, wie wir sprechen, wie wir mit Brief schreiben. Aber was man damit macht, ja, es ist der Mensch, der es entscheidet. Es ist immer der Mensch, der das nutzt. Yeah.
everybody's lives on this planet is being vastly dependent and affected by technology. And we should ponder about whether this technology shaping our lives should be created by a relatively small percentage of this planet's population. And if we want to use technology for different interests, challenges, then different people with different perspectives need to get involved. And I don't think that only women code differently. I think everybody codes differently, and everybody has different challenges in their mind, different perspectives. Yeah, I think in order to use technology for different kind of needs and interests, we need different people. It was a long night. The nodes in your network are moving closer together. Now, explore the source code of the community. But be careful. The system is not stable yet. It's not safe to travel. I'll try it anyway. Das Ding ist, das steckt einfach fest. Das ist, also was ich schon erstmal beeindruckend finde, ist, dass dieses Problem der überall verteilten, Lautstärke verbreitenden Staubsauger dahingehend gelöst wurde, dass man das Ganze einfach auf 2 Staubsauger reduziert hat. Die stehen an einem zentralen Ort. In the cloud. In the cloud, genau. Die Cloud ist direkt hinter dieser Bühne im Übrigen. Aber Staubsauger in the cloud. Genau, Staubsauger in the cloud. Staubsauger as a service, sozusagen, ja. You've unplugged it and plugged it in again. That's not a bad idea. But you cannot solve the problem completely on your own. Don't forget, you're at a hacker congress. Was bitte hat das Öffnen von Schlössern mit Hacken zu tun? Wir machen ja nichts anderes als den Schließmechanismus, die Schließung zu analysieren, zu dekodieren und zu umgehen. Es ist natürlich physikalisches Hacken. Der Hacker ist einfach neophil. Also wir lieben alles, was neu ist, weil es neu ist. Und wir wollen immer damit rumexperimentieren und wollen es immer zum Extrem treiben. Und es gibt immer diesen Traum der Perfektion, von dem man weiß, dass man ihn natürlich nie erreicht. Aber das Anstreben der Perfektion als solche ist also sozusagen eine hochgeschätzte Tugend. So, also diese ganze forschende, inquisitive, hinterfragende, zweifelnde, skeptische Grundhaltung der Welt gegenüber, das zeigt sich halt einfach überall. Und man will halt besser machen. Das heißt nicht, dass man es immer besser hinkriegt und dass es auch immer brilliert und toll ist. Aber ein Freund von mir hat gesagt, so ja, 300% angestrebt, 150% erreicht. Und das trifft die Sache dann manchmal doch ganz gut. Ich hatte einen Hang zum Selbstmord. Dann nennen wir ihn jetzt Lemming und machen ihn schön. Ja. Fell. Fell? Wir können ihm Flügel geben. Flügel, ja, Flügel. Hast du schon mal was gelötet? Oder? Dick. Ja? Okay, gut. Na, dann brauchst du mich wahrscheinlich da gar nicht, der ist nicht so kompliziert. So, genau, du hältst es so wie ein Stift. Ich glaube, die Zukunft braucht ja Innovation. Und Innovation hat ganz viel damit zu tun, dass man Dinge ausprobiert und Fehler macht zum Beispiel. Und aus diesen Fehlern sich annähert an irgendwas anderes, daraus lernt. Und das ist ja eine Fähigkeit, die im Schulsystem heute überhaupt nicht erzogen wird, sondern man wird bestraft dafür, dass man Fehler macht. Also es geht nur darum, alles richtig zu machen. Und hier, das ist ein bisschen das Gegenmodell dazu. Einfach, weil das ja auch so dem Geist des Hackers irgendwie entspricht. Dass man
versucht, was zu verstehen, was eine schwarze Kiste ist oder so. Und beim Versuch, das zu verstehen, ja ganz oft auch Fehler gemacht werden müssen oder man nicht weiterkommt. Und das ist eine, so eine wichtige Kompetenz, diesen Respekt zu verlieren, die Angst davor, das, also die Ehrfurcht vor dem zu nehmen, was man nur konsumieren darf, was man aber nicht selbst gestalten kann. Junghackerpass, Hackerkodex. Okay. Technik soll den Menschen dienen und nicht missbraucht werden. Um etwas zu verstehen, nehmen wir es auseinander. The hacker ethic originated in the intranets of the American universities in the 1960s and 70s. It was first put into writing by the journalist Stephen Levy in 1984. It is still considered as a valid guideline, and its principles are still widely accepted until today. Access to computers and anything which might teach you something about the way the world works should be unlimited and total. Always yield to the hands-on imperative. All information should be free. Mistrust authority. Promote decentralization. Hackers should be judged by their hacking, not bogus criteria such as degrees, age, race, or position. You can create art and beauty on a computer. Computers can change your life for the better. The last 2 points are additions by the CCC from the 80s. Don't litter other people's data. Make public data available. Protect private data. These extra paragraphs still seem particularly relevant in 2018. Aber diese Hackerethik ist keine normative Ethik, sondern letztlich sind so ein paar Ratschläge und Hinweise, die aber nicht sehr konkret sind, sondern eher so einen Rahmen an Werten kommunizieren. Und es ist auch nicht so, dass jetzt alle jeden Tag über hackerethische Fragen sinnieren, aber wenn man mal in so ein Buch kommt, wo man intensiv über irgendeine technische Auswirkung oder eine Benutzung von Technik redet, dann kommt man sehr schnell auf diese Grundsätze zurück. Leider halten sich nicht alle an die Hackerethik, beispielsweise Geheimdienste. Die machen das eher andersrum, die machen das mit den privaten Daten nützen und die öffentlichen Daten, also in dem Fall Daten über die Arbeit der Geheimdienste, mit denen man sie vielleicht kontrollieren könnte, die werden sehr gut beschützt. Am Anfang waren es eben nur ein paar kleine Unis, die miteinander reden wollten direkt, die haben sich da nicht viel gekümmert drum, ob da jetzt jemand zuhört. Und dann wurde eben nachher immer diese ganze Verschlüsselung draufgepfropft und deine Privatsphäre geschützt. Am Anfang war das ja nicht so. Du hast einfach das Passwort im Klartext hingeschrieben und du würdest ja auch nicht private Informationen per Postkarte schicken. Aber das machen wir die ganze Zeit mit unverschlüsselten E-Mails zum Beispiel. Diese Daten, die da gesammelt werden, viele denken, dass sie das unter Kontrolle haben. Sie machen ein Bild und laden das hoch und sie wissen ja, was auf dem Bild drauf ist. Sie schreiben einen Text, einen Post, einen Tweet und sie wissen ja, was da drin steht. Und das sind die Daten, die sie im Kopf haben, um die geht's. Aber in Wirklichkeit werden ja noch so viel mehr Daten gesammelt, die auch nach Mechanismen ausgewertet werden, die sich einem als normaler Nicht-Techie total entziehen. Wie das interpretiert wird und was da eigentlich analysiert wird, das entscheiden ja andere. Und vielleicht auch erst in 10 Jahren. Und darüber hinaus werden Modelle von dem Verhalten, von den charakterlichen Eigenschaften, von dem, was man mag, werden irgendwie gebildet. Und mit diesen Informationen, mit diesem Modell, was dann entstanden ist, kann man eben auch auf einzelne Menschen wieder einwirken. Das ist nichts, was man irgendwie spürt, sondern es ist halt so eher so eine ganz subtile Manipulation. Hier sind ja Leute, die twittern ganz viel und die kennen sich aus mit so technischen Sachen. Hast du dann auch einen Facebook-Account? Ein Facebook wurde mir verboten. Von wem? Von meinem Webmaster, weil Facebook will mich ausspionieren und will mir irgendwas andrehen, was ich nicht haben will. Ich bin Antikapitalist, ich kann eh nichts kaufen. Ich habe noch nicht mal Taschengeld. Ich lebe von Luft und liebe ich. Streng genommen brauche ich nicht mal Luft.
Die Massenerfassung von Daten ist, denke ich, das größte Problem, welches es erstmal zu lösen gibt. Und da, denke ich, kann man schon sagen, dass wir als Nerds da in den letzten 10, 20 Jahren versagt haben auf eine Weise, dass wir nämlich nicht wahrhaben wollten, dass Menschen vielleicht gar nicht wissen wollen, wie ein Computer funktioniert. Dass Menschen vielleicht gar nicht wissen wollen, wie E-Mail funktioniert. Dass Menschen vielleicht noch nicht mal sich die Frage stellen, ob das verschlüsselt ist oder nicht. Also es gab lange Zeit so dieses, ja, wenn du das nicht mit PGP verschlüsselst und so und das nicht irgendwie so ein langer Schlüssel ist und du nicht den Fingerprint selber verifiziert hast über 22 unabhängige Kanäle, dann brauchst du gar nicht erst anfangen und so. Aber ich meine, da haben die Leute zwar auf eine gewisse Weise recht, aber damit haben wir wohl offenbar irgendwie nicht die Mehrheit für uns gewinnen können. Ja? Und auch, denke ich, sehr viele Vertreter des Chaos Computer Clubs haben da sehr an der reinen Lehre gehangen. Und man sieht eben, dass heute Systeme, die leichte Abstriche machen, zugunsten der Nutzbarkeit, zugunsten der Usability, enorme Erfolge haben. Und worauf jetzt glücklicherweise in den letzten Jahren hingearbeitet wird, ist, dass eben zumindest einmal Verschlüsselung zu einer Art Default wird. Film Gizmo, finally, you are starting to see the ties between technology and society. You now know everything relates to everything else. But that's still only a part of the whole. Now get back to the camp. The weather is changing. Hello, this is the Chaos Operator speaking. Hello, I'm stuck again. Well, I can send you through to the next level, but the evolution of your skills is inevitable and urgent. I'll try. Überwachung. Fühlt euch herzlich willkommen, nehmt euch Stuhl, setzt euch dazu. Darf ich einmal kurz eure Aufmerksamkeit in den nächsten ein bis zwei Stunden wahrscheinlich schon deutlich zunehmen. Also bitte nutzt jetzt die Gelegenheit, um eure Zelte abzusichern. Achtet dabei auch auf die Zelte eurer Nachbarn. May I please your attention for a second? There will be increasing wind speeds during the next one or two hours. Check your stand for safety. Jetzt wurde Dick gibt es seit 11 Jahren, aber vor allem in den letzten 1, 2, 3 Jahren haben wir immer mehr Leaks gebracht. Und auf einmal kriegten wir dann, wann war das, der 30. Juli, mittags per förmliche Zustellung einen Brief mit Landesverrat. Haben wir aufgemacht und waren erstmal, what the fuck ist Landesverrat? Aber, okay. Dann haben wir es natürlich erstmal geblockt. Und danach geguckt, was überhaupt Landesverrat dann ist. Dann haben wir geguckt, was da überhaupt drinsteht, was wir uns vorwerfen. Vor allen Dingen wussten wir gar nicht, dass es gegen uns anwendbar ist, weil
beim Landesverrat muss man einen Vorsatz haben. Einen Vorsatz, die Bundesrepublik Deutschland zu massiv zu gefährden oder so. Ja, und viel wichtiger ist das, über was wir da eigentlich berichtet haben. Und da geht es eben über Massenüberwachung im Internet, ein Kernthema von Netzpolitik, ein Kernthema vom CCC, über das wir seit Jahren berichten und weiter berichten werden. Und wir sind der Auffassung, eine anlasslose Massenüberwachung, wie es NSA oder auch BND und teilweise jetzt eben auch der BfV machen, das ist mit freien demokratischen Gesellschaften nicht vereinbar. Also weg damit. Genau. Was wir sagen wollen, all das ist Teil eines sehr aufwendigen Kampfes, den wir führen müssen, um Demokratie zu erhalten und gegen anlasslose Massenüberwachung vorzugehen. Deswegen, never give up. Vielen Dank. Und es sind nicht nur wir, nicht irgendwie, ich will jetzt keine Heldenverehrung hier drauf haben. Ihr sollt mitmachen. Wir brauchen euch alle dafür. To get out more, we need to carry our convictions into the mainstream of society. Entschuldigung, ist das das Hecksender 1? Alter, schnell packen. In die Autos. Wohin sollen wir gehen nochmal? Welche Zelte? Heaven oder was? Keine Zelte. Welcher Roboter zuerst das Spielfeld verlässt oder umfällt, hat verloren. Und es gibt Punktabzug für Hightech. Für was? Für Hightech, also für alles, was nicht shitty ist. Big enough, the system will finally correct itself. What we see is the opposite. We see a scandal of the magnitude of Watergate every week or every 2 weeks, and nothing is happening. Terrorism is now the main reason why we need to be discarding basic civil rights. But many more people died of terrorism in Europe in the 1960s and 70s, but nobody spoke about discarding basic civil rights. Because in that time, it was seen as ridiculous for the East German state to want to know who sent mail to who or to open all these envelopes. That was seen as typical things that only a police state would ever contemplate on doing. All of these things are being implemented now. Why? Because it's cheap enough. This was all cost-driven, not danger-driven. We have mechanisms for discourse in society, and those mechanisms are deliberately sabotaged by lobbying, advertising, sock puppeting. There's a lot of thinking
that rejects a common truth or rejects a common reality that we live in. We need some kind of a rationality movement. We need some kind of a movement to say, look, we can disagree on policy, we can disagree on a lot of things, but let's not disagree on facts. The world today is uniquely connected and complicated, so any solutions are going to be complex. So complexity is the new norm. Film Gizmo, you made it through the turbulences. Receive your upgrade. And make sure you don't lose your civil rights. Get prepared for the unavoidable complexity. Maybe you cannot do this alone. Understand that being angry or unhappy right now for prolonged periods is a recognized medical condition. Lots of people, 5 or 10% of the population in some countries are on antidepressants. These are the people that cannot function. They basically do not want to go to work. Are we not, and this is an open question, are we suppressing a critical mass? Any day that is not a day of camp or congress or another chaos event leaves something to be desired. I guess most of us will agree on that. But the last 12 months provided us with even more reasons to be subdued and to yearn for another world. For a few days, we will now have that. We can live another life in another world. We can do what we love and share all this with like-minded people, which is great. All those problems, and there are many, big and small, can easily make us feel helpless. So how can a single person change anything at all? Well, there's one good message. Just take a moment and look around you. There are 3,000 people in this room alone, and there will be 12,000 people at Congress, which is amazing. It is up to us not to stay in the gated communities that evolved and transport what we do here in Congress and what we start here to the outside world. We cannot hide under a cozy blanket and wait until the world magically gets better again. You can move and act together. You don't have to travel alone. Numbers unnumbered, there's no matter here, but everything matters. We emerge from the shadows. We go to the shadows. Don't try to trick us. We have passed the boundary. Our answer's not one, but also not zero. 1, 1, 2, 3, 5, 8.
13, 21, 34, 55, 89, 100, 44, 200, 33, 300, 77, 600, 10, 900, 87, 15, 97, 2000, 584, 4,000, 6,000, 7,000. Ist ja nicht, dass irgendwie ein Tsunami uns trifft und Naturgewalt und auf einmal ändert sich die Welt. Wir ändern die Welt. Wichtig ist, dass wir diese Veränderung irgendwie selber gestalten als Menschen insgesamt und das nicht irgendwie von bestimmten Partikularinteressen, die einfach zufällig eine gewisse Macht haben, irgendwie gestalten lassen und dann irgendwie dahinterher rennen. Those questions are so deeply rooted in each and every layer of every structure organizing all life together, up to the very core of the very devices we have in our pockets, within the chips, from the chips to the highest level of political organization. All we see is together corrupt, because power has shifted to big corporations and to shady alliances of political and industrial forces bond together, which sounds very much like a definition of fascism. Sorry about that. So it will not be about taking a parliament and burning it down. It's going to be different. Yeah, I'm not sure we're going to win on this one. Ich glaube, das erste Rätsel ist überhaupt, wie man das hier auseinanderfaltet. There is no game, there is no other world, only us and the directions we take. Use a different skills, each of you. Brute force is not the key to solutions. Neither is hatred or egoism or uniformity as to produce further standstill. The standstill has to be broken to shape our common journey as our common task. Reality and virtual worlds are increasingly blending. Digital technologies offer opportunities for the democratization of structures, thus changing patterns of interaction. On the other hand, this potential meets a fully capitalized society in which multinational corporations adapt neuronal patterns and become artificial intelligences themselves. This results in an information economy with police state tendencies. Everyone can do something, but is structurally decoupled from the basic decisions.
Not less technology is needed, but rather a social infrastructure that builds on and reflects on it. If one's own situation can only be improved through solidarity, change can happen. Man gibt einer einzelnen Einheit Regeln, wie sie sich verhält. Und es gibt unendlich viele Regeln, die man einem Element geben kann. Und aus der Art der Regeln, die ich einem gebe, entsteht unterschiedliches Verhalten des Gesamtsystems. Welcher ist der Glückliche? Glückliche sind die Hellen und die Dunklen sind unglücklich. Also es gibt jetzt sehr viele Unglückliche. Aber es ist halt nie ein statischer Zustand, weil es ändern sich permanent die Präferenzen und die reale Komplexität ist um Dimensionen komplexer als wie so ein kleines Brett mit irgendwie blauen und gelben, mit zwei Präferenzen wie Like oder Dislike. Unsere Aufgabe war, die in Halle 3 zu tragen. Ihre Aufgabe war, sie in Halle 4 zu tragen. Wir haben schon viele Lösungen und Passwörter, die wir aber noch nicht einsetzen können. Vielleicht wäre das genau der Part gewesen, mit dem man hätte vielleicht teilen müssen mit den anderen Banden, weil die vielleicht genau die Passwörter gebraucht haben. Mitgekriegt habe, ist das gesamte Spiel irgendwie so, dass sich alle Gruppen irgendwann verbinden und dann das Spiel lösen können. Hello. Hello, Film Gizmo. It seems like you have found your community. That's good. But maybe the framework is even larger than this. Now, see how you could finally connect further and reach beyond the edge of your screen. Wir leben hier in unserer eigenen Blase. Und ich sage auch den Leuten, kommt doch einfach mal wieder zurück auf den Boden. Denn 90% der Internet-User sind Leute, die zu Hause surfen wollen. Und die können nicht unterscheiden, wenn die Webseite aufgeht, ob der DNS-Server nicht funktioniert oder wirklich der Provider kaputt ist. Die können auch nicht unterscheiden, ob der Server hier oben an der Stelle langsam ist oder ob hier unten die Leitung zu dünn ist. Das sehen die ja alles gar nicht. Und wir müssen eigentlich das Internet aus deren Sicht betrachten. Es gibt Leute, die klappen ihren Laptop auf. Die wollen einfach ihre Bild-Zeitung haben. Die wollen ihr Yahoo haben. Die wollen ihr Google haben. Und die Frage ist, kann ich mich jetzt hinstellen und sagen, wir machen das alles besser? Nein, diese Leute gehören genauso zum Internet wie die Power-User, wie die Urheberrechtsverletzer, wie alle, die das Internet nutzen. Das Internet ist ein Transportmedium und jeder darf es so benutzen, wie er es will. Wenn ich Gleichheit aller Nutzer predige, dann muss ich auch akzeptieren, dass diese Nutzer existieren. Man kann sie jetzt versuchen aufzuklären, vielleicht den einen oder anderen in eine bestimmte Richtung zu schubsen, aber der Mensch soll es nutzen, der Mensch soll es kreativ benutzen können, das Medium. Wir sorgen dafür, dass das Medium funktioniert. Da kämpfen wir halt für, dass das möglichst neutral bleibt, dass da keiner bevorzugt wird oder dass man sowas macht. Den wollen wir nicht haben. Interessiert uns nicht, ob der ins Internet geht oder nicht. Nennen wir es China, nennen wir es, weiß nicht, Iran, Irak oder wie es auch immer lautet, dieses Land. Setzen wir hier Firewalls rein. Da müssen wir einfach an der Stelle aufpassen. Denn das ist Zensur und das wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja das weltweite Internet haben. Und wir werden versuchen, das hinzubekommen, dass das immer so bleibt, wie der Nutzer es nutzt. Da wollen wir uns nicht einmischen. Das ist Neutralität. Mein Telefon ist kaputt.
Surveillance is about control. It's about power. We see evidence again and again that this kind of mass surveillance, right, is actually not effective in stopping terrorism. And yet, despite that, we see more and more political support, not only to continue these programs, to expand them. And we've learned a lot in the last few years. But perhaps the most important thing, and what I think we need to all be considering, is what can we do? Mass surveillance was what I set out to let people know about and how we can contest it. But the thing is, all I could do is tell you what's going on. If we're going to make the internet safer, if we're going to make our societies more free, more open, if the generations that come after us are going to enjoy the same rights that we ourselves inherited, that people died for, we're going to have to do something about it. Maybe that's writing code, maybe that's creating a tool, maybe that's starting a new service, or maybe that's recognizing that sometimes you have to say no or vote a different way. If we want things to get better, you're going to have to stand for something. Still is today a myth that a story must have a happy end if you want to get large groups of people to come together and fight to make change. And this is bullshit. The problem with that message is that you create a disconnect between the reality that people can see, a reality where outcomes are gradually getting worse in some fields, and the world that they are told to believe in. Let's not fall for this kind of messaging. We need to look at the bigger picture. And this is essentially the problem that we need to solve as a community, as a culture, and not to fight our little wars among each other, what editor is the best, what programming language is the best. So these are meaningless fights. This is nothing worth spending your energy on. In difficult times, people will come together. A sense of belonging to a community like the one we have, but other communities as well, is going to become more important. There's great happiness and a sense of purpose to be found in caring for your friends, sharing knowledge and experience, especially if things get a little bit hairy. And even if we end up in a bad possible future, the hacker mindset is a post-apocalyptically appropriate way of thinking. If the world went down in chaos, I would really want it to happen somewhere at the end of December, because you all would be the people I would want to be around. We see here a mosaic of people and skills and communities, and this is what makes us so strong and give us all this inspiration to create and to build and to hopefully fix things. I am looking for Starbucks. I'm looking for Margaret. My name is Terry. And I am from Hello. Es gibt ja immer diesen Spruch, endlich normale Leute, aber die Leute sind halt nicht normal und gerade das finde ich halt toll. Dieses All Creatures Welcome, ne? Das ist halt auch so ein Ding, was Autisten halt auch anspricht. Das war halt auch wieder so ein Ding. Ich hatte halt irgendwie eine Schicht, die war mir zu laut, meinte ich, ey, du, mir ist die Schicht zu laut. Kann ich irgendwie mich in den Himmel verziehen und da eine Springerschicht machen? Wie so, ja klar, kein Problem, mach das. So, das ist halt so wenn ich das auf Arbeit machen würde, würde der Arbeitgeber mir ein Vogel sein und hier ist das überhaupt kein Problem. Und das ist halt total toll. Also ich bin richtig neidisch, bin richtig traurig, dass ich morgen wieder in diese komische, doofe, normale Welt da draußen muss und nicht noch länger hier bleiben kann, weil das halt so viel Spaß macht. Dass mit der großen Menge an Leuten, die jetzt kommen, auch dieselbe Prozentanzahl Leute helfen. Also das wächst halt proportional, das finde ich unglaublich cool. Ich finde es ein Privileg, weil ich eigentlich überhaupt keine andere Möglichkeit habe, in unserer normalen Gesellschaft so was zu leben. Das wird eine andere Motivation außer Geld haben. Das finde ich total anziehend an dieser Hacker-Community.
Der Idealismus treibt uns voran, dass es eine bessere Welt geben kann, als die, die wir dort draußen aktuell erleben. Dass wir nicht wie diese Ellenbogengesellschaft verfallen, sondern eher schaut, wo man den anderen unterstützen kann. Weil letztendlich profitiert man nicht als Einzelner von so einer Veranstaltung, sondern nur als Gesellschaft, die auch bereit ist, sich zu verändern und andere Leute daran teilhaben zu lassen, die sich in der Community einbringen wollen. Bitte merken Sie eine Münze ein. Hier erfahren Sie Ihre persönliche Lebensmelodie. Bitte merken Sie eine Münze ein. Das ist einfach unglaublich herrlich. Was zum Henkel? Ach, again? Schon wieder sowas? Ah, wir gehen in den Geheimraum. Wir gehen in den Geheimraum. Oh, das sind aber deutlich mehr von den Dingen. Beim Abbauen sind die ganzen Funken raus. Was heißt denn das jetzt? Komm in die Gänge, das ist das Gängeviertel und die Bikini Bar ist im Gängeviertel. Du könntest nicht auch nach Hamburg gehen, oder? Wir sind schon in Hamburg. Ja, aber ich meine. In die Bikini Bar. Aber der Schlüssel war ja auch schon auswärts. Und der Travel Agency, Ronne Mübeck. Ja, hallo, Duracell hier. Ich wollte fragen, wir suchen die Bikini Bar. Müssen wir dafür das Gelände verlassen? Naja, was steht denn da oben drüber? Da steht, komm in die Gänge. Wir wollten nur sicher gehen, dass wir uns dem Gelände entfernen müssen. Ja. Das ist gut, dann werden wir das tun. Vielen Dank. Bitte. Tschüss. Ciao. It's not only what we do, it's very much the definition of who we are. It's who we are in our most precious moments for developing ourselves as individuals. Yeah! And our most precious moments when we interact with each other. It is about our intimacies. It is about who we are when we are in full trust, when we're in full confidence, either alone or with others. And this is when we are. Haben wir einen Lockpicker anwesend? Hat jemand das Dynamit von gestern dabei? Sind Physiker anwesend? This is when we can experiment with ourselves, with new ideas, new theories, new ways of dressing or new notes on an instrument of music. And this is what defines us at the most profound level as who we are, which in turn define our capacity to relate, to connect, to interact, to learn, to organize. All this we need to save the world. Wir sind nicht nerdy genug, Leute. So if we let them take our intimacies, if we let them rob our ability to trust and our ability to be ourselves, there is virtually no chance at all that we will counterbalance those injustices and imbalances of power we see in the world. So it's not about computers anymore. It's not about the internet. It's not about technology. It's about who we are as individuals and collectively when we connect, when we gather in communities, gated or not, interconnected or not. And it's about the solidarities we build. At this moment, you feel safe and warm, but everyone will spread out from here. And the path ahead promises to be stormy. You now know everything relates to everything else. The puzzle of unavoidable complexity can only be countered with diversity and strategy. Warmth comes out of chaos,
Remember this feeling. To shape the future is everyone's task. The game is on. Sehr aktiv auf sozialen Netzwerken. Was? Das Internet. Hello, world. Brothers, sisters, and everybody in between, let's get together. We need to fix the dream machine. Brothers, sisters, join us before it's